Und damit nochmal ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinen Yannick Vlog TV Kanal. Es gibt endlich mal wieder ein richtiger Vlog wieder. Wir sind auf dem Weg zum JuFiFi, Jugendfilmfestival in Mittelfranken. Wir sind vor Ort beim Cinecita. Vor ein paar Wochen waren wir ja im Rahmen vom Filmfestival hier. Aber es war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber genau das ist auch das, was uns immer begeistert und was unsere Leidenschaft ausmacht. Ja, auch von mir nochmal herzlich willkommen zum 34. Mittelfränkischen Jugendfilmfestival hier im Cinecita. Mein Name ist Marika und ich darf euch durch den ersten Teil des Abends begleiten. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, letztes Jahr ungefähr um die Zeit, da saß ich mit zwei Kameramännern in einem Studio im Medienzentrum Parabol und wir haben von dort aus das JuFiFi gestreamt auf Twitch. Und das lief dann ungefähr so ab, dass die Talents oder die jungen FilmemacherInnen mit Maske reinkamen, kurz ihr Interview bei mir geben durften und dann auch leider schnell wieder den Raum verlassen mussten, dass das nächste Team eben rein kann. Und das war auch super cool, weil wir trotz Corona halt die Möglichkeit hatten, Filme anzugucken und den FilmemacherInnen die Möglichkeit zu geben, ihre Filme zu zeigen. Aber jetzt ein Jahr später hier zu stehen, vor so einer riesigen Kinoleinwand, vor einem wunderschönen Publikum, das ist nochmal was ganz was anderes. Und wir freuen uns wirklich alle sehr, dass es wieder möglich ist, nach zwei Jahren euch alle hier begrüßen zu dürfen. Ja, wow. Wie schön, also es ist tatsächlich total wunderbar, nach zwei Jahren endlich wieder hier sein zu können, endlich Kinoatmosphäre und Popcorn-Duft schnuppern zu können, so muss es sein. Genau, endlich wieder im Kino, endlich wieder Kinoatmosphäre, endlich wieder Popcorn-Duft, endlich wieder mit anderen Menschen im Foyer ins Gespräch kommen zu können, über die Filme, mit FilmemacherInnen, endlich wieder Filme auf einer großen Leinwand schauen zu können, endlich wieder euch FilmemacherInnen, soll ich näher ran? Endlich euch FilmemacherInnen ja, diese großartige Bühne und diese Leinwand bieten zu können. Ja, und wahrlich, das haben die Filme, das habt ihr FilmemacherInnen redlich verdient. Wir haben ein großartiges, riesen tolles, buntes Programm von Filmen. Wir haben ja Filme von nachdenklich bis lustig, von Poesie bis Infotainment. Du bist ja nicht nur Regisseur des Films, du bist auch Hauptcharakter und die anderen Charaktere spielst du auch. Wie hast du das alles unter einen Hut gebracht? Ich hatte ja Zeit, ich war allein zu Hause in Corona-Isolation als Student und hatte 5 Tage Zeit und die habe ich genutzt. Also du kritisierst ja ganz klar so diesen Umgang mit den Corona-Maßnahmen von der Politik, vor allem bezüglich der unterschiedlichen Generationen. Wie hast du das selbst so wahrgenommen und wie hat sich dann daraus der Wunsch entwickelt, auch einen Film drüber zu machen? Also ich habe mich nicht an den Maßnahmen selber gestört, ich habe die Sinnhaftigkeit auch nie angezweifelt, aber ich habe so ein Ungleichgewicht, so ein Missverhältnis verspürt zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Und ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass SchülerInnen und StudentInnen, auch Auszubildende, einfach junge Leute, nicht gerade priorisiert worden sind, was die Corona-Maßnahmen angeht. Und das habe ich versucht zu verarbeiten, auch weil ich von ganz vielen KommilitonInnen einfach hautnah erlebt habe, wie schwer es ihnen vielleicht fällt, morgens überhaupt aufzustehen, weil sie einfach seit 500 Tagen die Uni nicht mehr von innen gesehen haben. Okay, und wie geht ihr normalerweise an so Videos ran? Also habt ihr da jetzt zum Beispiel die Darstellerin, habt ihr die gecastet oder war es auch eine Freundin von euch? Das war eine Freundin von meinem Bruder, also der Jala eben, das ist ein Künstler aus Fürth und man hat sich so über Instagram kennengelernt und wir wollten unbedingt mal einen Song zusammen machen und haben uns zusammengesetzt im Studio und haben dann eben diesen Song zusammen gemacht und hatten dann auch
alle drei gleich diese Vision von dem Video im Kopf, wie das aussehen soll, dass alles so schön weiß und clean sein soll. Und das ist jetzt eben eine Freundin von meinem Bruder. Und die hat halt perfekt für das Video gepasst. Und dann haben wir die angerufen, haben mit ihr das ausgemacht. Und dann ist sie extra von Stuttgart nach Nürnberg gefahren für das Video. Und genau, dann haben wir halt alle zusammen versucht, dass wir so ein Projekt auf die Beine stellen. Takes pro Durchgang, die wir da gemacht haben und die hat er gelassen haben. Aber für die Szene mit der mit dem Rasierer, da hatten wir noch einen Versuch. Guten Morgen zu Tag Nummer 2 der UVP. Und heute ist es soweit. Ich bin selber sehr angespannt und aufgeregt, wie das Publikum den Film findet. Geht ja nur noch 5 Minuten das Interview. Sind sehr spannende Fragen drinnen. Und auch die ersten 10, 20 Sekunden sind so lustig, die da entstanden sind. Einen schönen guten Morgen zusammen und wir haben gemeinsam die Ehre, heute quasi diesen Filmetag zu starten, quasi die Frühschicht des UVP. Ein super schönes, aufwendiges Interview. Benjamin, Mats, wenn du da bist, dann, ach, du bist du. Dann gebe ich dir aber das Mikro, wenn das noch zu deinem Equipment dazu passt. Also machst du hier jetzt auch fürs UVP ein paar Aufnahmen? Ja. Okay, nein. Wahnsinn. Du hast, ich habe in deinem Anmeldebogen gesehen, du hast 5 bis 6 Stunden gesessen an diesem Interview, weil das wahrscheinlich so viel Material war, auch das irgendwie. Woher nimmst du diese unglaubliche Motivation? Ich mache YouTube YouTube, die ich auch schon seit knapp über 5 Jahre, wo ich auch echt stolz bin und auch sehr, sehr viel. Quasi die Presse überall, ja. Immer vor Ort und genau, also und das Equipment hast du komplett von zu Hause, das ist dein eigenes? Ich weiß nicht mehr, wie es da jetzt genau war, aber ich habe auch manche Equipment vom Vater Bull genommen, aber ich habe auch sehr viel Equipment selber. Ich bin auch gerade ausgelernt von meiner Ausbildung als Elektriker. Passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. Wenn mal irgendwas nicht läuft, dann wissen wir, hier ist der Mann, der sich auskennt. Und mit welchem Programm hast du das geschnitten? Vielleicht noch interessant? Mit Magic Video Deluxe Premium. Mhm. Und du warst selber auch die ganze Zeit beim Barcamp mit am Start. Und das noch zusätzlich sozusagen gemacht. Ich war selber vor Ort, auch für an euch alle, am 2. Juli dieses Jahres ist wieder das Creator Barcamp im Haus des Spiels, soweit ich weiß. Richtig! Du
Absolut, also an alle jungen Filmemacher, eine tolle Möglichkeit und wirklich immer super organisiert. Ich war zwar selber noch nicht komplett dabei, aber ich habe mal ganz kurz reingespitzt ins Barcamp und ich muss sagen, ist immer mega. Also auch alle, die erzählen, immer, es war mega und der Andrang ist auch sehr groß. Also dann muss es ja gut sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, gibt es denn irgendwelche Fragen an den lieben Benni? Genau, also ich habe den für meine Abi-Feier geschrieben und wollte einfach so ein bisschen aufs Erwachsenwerden eingehen und wie es eben sich anfühlt, wenn man Schule verlässt und jetzt eben die Welt einem offen steht sozusagen. Als Dank, dass endlich mal jemand bei mir ist. Schön, dass du da bist. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, wir haben ja öfter Musikvideos von euch da. Letztes Jahr Haus am Meer, da hattet ihr auch so Freundesszenen. Dummerkopf, ein Film von Stefan Spiel aus Ansbach. Herzlich willkommen zur Preisverleihung des 34. Mittelfränkischen Jugendfilmfestivals. Schön, dass ihr alle da seid. Und ein bisschen Preise verleihen dürfen. Es ist einfach schön, Sie und euch zu sehen, soweit wir sehen können. Wenn wir da vorne stehen, haben wir nämlich den Scheinwerfer im Gesicht. Und so kann ich nur erahnen, wie voll der Saal ist und wie toll ihr alle ausschaut. Wenn wir reingehen, habe ich schon junge Menschen gesehen, die richtig rausgeputzt waren, wie beim Riesenfestival. Also der rote Teppich, der bald auf euch. Und wir freuen uns drauf. Jetzt hört man uns. Herzlichen Glückwunsch. Musik aus, produziert von Joshua Viafana. Bevor wir euch... Ich habe gerade erfahren, wir haben eine Vertretung hier bei uns auf der... Diesmal aber wortwörtlich nicht gestellt, sondern wir bekommen... Ja, ich höre schon, langsam wird es ein bisschen lauter im Saal. Man wird die Leute beglückwünschen. Vielleicht hat der Freund, die Freundin was gewonnen oder der Kollege, vielleicht hat man selber was gewonnen. Wir wollen euch auch gar nicht mehr lange aufhalten. Wir wollen uns bei euch bedanken, dass ihr heute da wart, dass ihr so ein gutes Publikum wart und dass ihr so viele Filme eingereicht habt. Vielen Dank dafür. Genau. Schönen Abend, das ist euer Applaus, das ist das Siegerfoto des Mittelfränkischen Jugendfilmfestivals. Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Jufife, ja, für mich geht er ab nach Hause in mein Bettlein. Vorher noch das Material speichern und ich würde damit sagen, Jufife 34 ist zu Ende. Nächstes Jahr ist das 35. Mittelfränkische Jugendfilmfestival 2023. Ja. Und wie es dann nächstes Jahr genau abläuft, das seht ihr dann nächstes Jahr.
für ihr erstmal wahr. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen guten Tag. Macht gut, bleibt gesund. Schaut auf allen sozialen Medien, Beiträge und Co. Bis dahin, macht gut, bleibt gesund. Ciao.